Hebammenmangel, überforderte Kinderärzte, zu wenig Kita-Plätze. Eine Familie zu gründen wird auch im wohlhabenden Bayern für viele Menschen mehr und mehr zur Herausforderung. Was getan werden kann und muss, darüber debattierten die Freien Wähler auf ihrem familienpolitischen Empfang im Bayerischen Landtag. Fraktionschef Hubert Aiwanger will erreichen, dass die Familienpolitik wieder einen höheren Stellenwert einnimmt. Wir Freien Wähler wollen natürlich die Familien noch besser entlasten. Wir stellen fest, dass die kostenfreie Kinderbetreuung längst überfällig wäre. Viele andere Bundesländer leisten sich das mittlerweile, dass sie Kinderkrippe und Kindergarten weitgehend kostenfrei haben. In Bayern zahlen Eltern da noch tausende Euro im Jahr dafür, dass sie die Kinder in eine Krippe geben, sofern sie überhaupt einen Platz bekommen. Also das Ziel muss erreicht werden. Doch nicht nur eine kostenfreie Kita-Betreuung liegt den Freien Wählern am Herzen. Familien müssten generell stärker unterstützt werden, forderte die frauenpolitische Sprecherin Eva Gottstein. Die Staatsregierung verkenne die Dramatik der Lage und stehe deshalb besonders in der Pflicht. Die Politik kann natürlich die Rahmenbedingungen verbessern im Kindergartenbereich. Ich brauche mehr Erzieherinnen. Ich muss schauen, dass die Tarifverhandlungen letztendlich so verlaufen können, dass hier eine bessere Bezahlung ist. Ich brauche Randzeitenbetreuung und ich darf in den Ferien die Kinder nicht auf die Straße schicken. Und natürlich Hebammenproblem. Auch da haben wir natürlich als Freie Wähler Vorschläge. Neben mangelnden Finanzmitteln machen den Hebammen allerdings auch andere Umstände zu schaffen. Unregelmäßige Arbeitszeiten, Stress und vor allem die äußerst strapaziöse Betreuung mehrerer werdender Mütter gleichzeitig. Auch Astrid Giesen weiß das aus eigener Erfahrung. Sie ist Vorsitzende des Bayerischen Hebammenlandesverbands und erklärt, warum noch immer so viele Hebammen praktizieren, schlechten Arbeitsbedingungen zum Trotz. Für viele sei das eben kein normaler Beruf, sondern eine Berufung. Bei der Geburt eines Menschen dabei zu sein, ist das Wunderbarste, was man sich im Leben vorstellen kann. Es ist so ein berührender und bewegender Moment. Und das Zweitschönste ist dann, die Frauen oder die Familien zu begleiten, die aus Frauen Mütter werden und aus Paaren Familien werden. Das ist einfach ein wahnsinnig schöner Prozess. Die Arbeit der Hebammen ist für werdende Eltern unverzichtbar, denn die Geburtshelferinnen sind ihre wichtigsten Ansprechpartner. Ebenso leisten Kinderärzte und Kita-Betreuerinnen einen wertvollen Dienst an der Gesellschaft, den die Freien Wähler zu schätzen wissen. Die Staatsregierung müsse nun für eine bessere Familienpolitik auf Trab gebracht werden. Das aber sei eine schwere Geburt.